Und in der nächsten Runde gibt es halt dann das zweite Kit, der zweite Platz, und in der letzten Runde dann der erste Platz. Hey Leute, ich bin Sven und willkommen zu einer weiteren Folge Skywars auf dem GoMighty.net Server. Und zwar zocken wir heute mal wieder insgesamt drei Runden mit jeweils drei unterschiedlichen Kits. Und zwar sind es so meiner Meinung nach die OP-sten Kits, die es hier überhaupt in Skywars gibt. Und ja, wir fangen jetzt einfach mal mit dem Knüppelkit an. Wir haben hier einen Stock und der ist echt schon auf der Map ziemlich OP. Deswegen habe ich jetzt extra diese Map hier gewählt. Wir nehmen uns einfach mal, okay, nice, direkt die Sachen. Der baut sich direkt zu mir. Und wir werden jetzt mal nicht das Schwert verwenden, sondern die, den Stock, den Knüppel. Und, oh, der hat ihn jetzt schon gesehen, aber ich glaube, ja, jetzt geht er zurück. Der hat jetzt ein bisschen Angst und, oh, der hat auch das Kit. Wow, aber ich habe ihn runtergeschlagen. Sehr schön. Da hat, wohl auch einer gedacht, das Kit ist ziemlich OP. Und in der nächsten Runde gibt es halt dann das zweite Kit, der zweite Platz, und in der letzten Runde dann der erste Platz. Und so, da ist einer, der baut sich in die Mitte, da gehen wir gleich mal hin. Und so, dann sind wir auch schon gleich da. Die Runde geht jetzt eigentlich, ja, die müssen immer so ein bisschen schnell umgehen. Der hat echt gute Sachen, die wir aber leider nicht bekommen werden, weil wir, ja, okay, den runterschlagen. Schade, schade. Aber wir haben eigentlich schon mal ganz gute Anfangssachen bekommen. So, was brauchen wir alles noch? Eigentlich nicht mehr so viel. So, okay, der ist auch hier. Ich glaube, der hat eine Angel gehabt. Ja, der hat eine Angel. Und der geht hier weg. Aber, jo, okay, der fliegt hier jetzt auch runter. Was hat der denn gemacht? Ich glaube, der hat irgendwie nicht gewusst, so dass ich noch nicht bei ihm bin. Okay. So, wir haben ja noch eine Enderperle. Sind hier noch ein, jawohl, hier sind noch ein paar Sachen drin. Sehr schön, habe ich noch gar nicht nachgeschaut. Eier haben wir hier auch. 7 Dias. Okay, nehmen wir alles noch einfach mit. Und 2 Goldäpfel, das ist doch auch sehr schön. Und, okay, dann würde ich sagen, soll ich mich darüber teleportieren? Ja, ich weiß es nicht. Der hat auf jeden Fall eine volle Dia-Rüstung. Da leben noch 2. Sind die im Team? Sieht auf jeden Fall ziemlich danach aus. Oder, okay, ist da gerade einer runtergeflogen? Ja, alles klar. Gut, keine Ahnung, was er da gemacht hat. So. Also Leute, das ist jetzt der dritte Platz hier. Und auf dieser Map ist dieses Knüppelkit halt echt ziemlich, ziemlich OP. Und, oh Leute. Okay, ich will jetzt nicht runterfliegen. Deswegen, jawohl. Nice. Okay, Alter, habe ich den jetzt bekommen? Boah, der hätte mich auf jeden Fall mit dem Knüppelkit runtergeschlagen. Anscheinend haben wir echt ziemlich viele auf der Map das Knüppelkit. Und wir haben die erste Runde auch schon gewonnen mit 4 Kills. Auf jeden Fall ziemlich nice. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich in der zweiten Runde. Und das sind wir auch schon in der zweiten Runde jetzt auf der Map Struction. Wir haben schon ein Schwert, sehr schön, ein bisschen Rüstung. Und wir haben das Enderperlen-Kit. So, ist ganz einfach. Ich tippe mich direkt in die Mitte, wo ich jetzt noch ein bisschen Stuff einsammeln kann. Wie zum Beispiel, jawohl, 2 Enderperlen, 8 Dias, nochmal eine Enderperle, okay, nice. Und echt ziemlich, ziemlich guten Stuff hier, wie man sehen kann. Jetzt bin ich schon gleich gut ausgerüstet. Und das ist echt mega heftig. Auf der Map das Kit zu benutzen, klar, ist jetzt halt echt eine gut geeignete Map dafür. Aber es kann man halt eigentlich auf jeder Map benutzen, das Enderperlen-Kit. Und deswegen habe ich das als zweiten Platz genommen. Und ja, nice, ich würde sagen. Der hatte auch ziemlich gute Rüstung, deswegen versuchen wir den direkt zu killen. Das sieht auf jeden Fall bisher gut aus. So, dann haben wir gleich nochmal bessere Sachen, oder? Ja, Alter. So, der hat mich zum Glück nicht mehr bekommen. Schnell mal hier ein Golden Apple essen. Und dann noch hier die restlichen Sachen nehmen. Der hat noch ziemlich gute Sachen gehabt. Also, wie ihr sehen könnt, man kann sich echt gut in der Mitte ausrüsten. Ich habe 17 Dias. Da kann ich mir eigentlich was selber craften. Habe jetzt keinen Bock, die Sachen da rauszusuchen. Brauche ich ja dann eh nicht mehr. Und deswegen ist es der zweite Platz. Auf der Map geht es halt echt am besten so. Da könnt ihr auch selber mal schauen. Okay, ich muss mir noch Schuhe craften. So welches Kit ihr auf welcher Map am besten spielt. Und ja, nice. Jetzt haben wir schon eine volle Dia-Rüstung. Und ich gehe direkt zum nächsten. So, schmeißen wir die mal dahin. Und da schmeiße ich jetzt nicht runter. Jawohl, aber ich schmeiße ihn runter dafür. Okay. Wir können uns ja noch ein Dia-Schwert machen. Stimmt, habe ich total vergessen. So, nochmal eine Crafting Bench. Den haben wir bekommen. Sehr schön. Und nice. Da können wir das auch direkt verzaubern. Ich hätte jetzt eigentlich schon theoretisch in der Mitte eins machen können. Habe ich jetzt aber nicht gemacht, weil ich schon direkt zum ersten Spieler wollte. Aber okay. Gut, ich würde sagen, der hat Eier. Okay, deswegen. Gehen wir jetzt einfach mal hier hin. Und ja, nice.
haben es zum Glück geschafft, hier rüber zu kommen. Lol, aber der hat einfach keinen. Jawohl, den Goldapfel habe ich von ihm bekommen. Hatte einfach keinen Schwert. Und ich habe schon die Runde gewonnen. What the fuck? Okay, das war anscheinend eine ziemlich schnelle Runde. Ist echt ein gutes Kit hier auf der Map. Kann man halt, wie gesagt, auf jeder Map eigentlich gut einsetzen. Auf der Map halt am besten. Und ich würde sagen, wir sehen uns auf der dritten Map, Platz 1. Und da sind wir auch schon auf der letzten Map. Und zwar, ja, haben wir jetzt auf Platz 1 das Kit Tank. Und das Kit Tank besitzt fast eine volle Dio-Rüstung. Nur wirklich, Brustplatte ist aus Eisen. Und wir haben jetzt hier auch noch einen Feuerresistenztrank, der 3 Minuten lang anhält. Trinken wir jetzt einfach mal. Und das Kit ist einfach so ziemlich das krasseste Kit überhaupt. Und ja, wenn ich jetzt auch von, zum Beispiel jetzt angenommen von dem Kit halt getötet werde, würde ich mich jetzt auch nicht so aufregen wie jetzt von einem Schneeball-Kit oder wenn man mich mit Eiern runterschlägt oder so. Das ist einfach die größte Abfuck-Scheiße. Das Kit ist halt einfach richtig OP. Meiner Meinung nach zu OP, aber man kann sie halt verwenden und deswegen haben es auch viele drin. Und man hat eigentlich fast gar keine Chance gegen jemand, der halt ein Tank-Kit hat und selber mal noch keine so gute Rüstung hat. Okay, und der hat jetzt eine Diabrustplatte. So, die möchte ich jetzt haben. Deswegen habe ich ihn jetzt noch nicht runtergeschlagen. Das kann natürlich ziemlich, okay, knapp werden, aber ich habe ihn zum Glück bekommen. Nice. Jetzt haben wir schon voll Dia. Und so, das, der Equipment-Unterschied ist halt echt heftig am Anfang. Noch, wenn jetzt keiner ein Tank-Kit hat. Und ich baue mich direkt zu dem auch schon rüber. Und ich hoffe, dass der keine Eier oder sonstiges hat. Schneebälle. Und dann, ja, schauen wir mal. Okay, der konzentriert sich gerade gar nicht auf mich. Ich habe auch 2 Tränke hier. Ja, komm, mach mal hier hin. Und so. Gut, dann ist man auch schon gleich bei ihm. Ich schau jetzt mal. Und die schlagen mal jetzt runter, mein Freund. Okay, gut. Das hat er gar nicht gewusst. Da hat er auch das Tank-Kit. Der zum Beispiel hat noch keins. Und ja, da müssen wir schauen, ob wir ihn bekommen. Es leben jetzt noch 4 Spieler. Und so, mal schauen, ob wir wieder die Hälfte von der Runde killen können. Wie gerade eben. Das wäre auf jeden Fall nice. Es sind noch 2 Spieler. Und gut, da schlägt mich jetzt bitte nicht runter. Nice. Und lol, mit einem Hit habe ich ihn einfach bekommen. Das war jetzt ziemlich komisch. Aber cool. Und der ist in der Mitte, auch mit seinem Tank-Kit hier am Start. Und wir brauchen jetzt echt ziemlich lange für die Mitte. Aber wir bauen uns jetzt einfach mal da lang. Okay, gut. Und ich weiß jetzt nicht mehr, wo er ist. Ich glaube, da war gerade einer irgendwo. Ich weiß es gerade gar nicht. Aber wir bauen uns jetzt erstmal in die Mitte. Dann besteht auch keine Wahrscheinlichkeit, dass uns irgendjemand runterschlägt. Und ja, nice. So. Wir haben auf jeden Fall noch genug Blöcke, hoffe ich zumindest. Oder ja, auf jeden Fall. So. Das sind wir auch gleich in der Mitte. Oh, der hat auch eine volle Dio-Rüstung mit einem Holzschwert. Wir haben ein Steinschwert. Mensch, das habe ich, nein, fast übersehen. Oh nein, 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 nein. Ich will nicht runtergeschlagen werden. Und wir haben es gerade noch geschafft zu überleben. Alter, das ist wirklich so OP. Ich mache mir jetzt erstmal ein Diaschwert. So, und einen Zaubertisch haben wir jetzt zufällig nicht im Inventar. Schade. Aber wir haben Goldapfel. Okay, den haben wir auch. Mach mal hier hin. Gut, hier ist auch kein Zaubertisch. Okay, nee. Dann müssen wir jetzt schauen, wie wir da in die Mitte kommen. Da hat ein Lava-Eimer. Feuerschutz geht noch ein bisschen. Wir haben leider keinen mehr, aber ja, das macht jetzt nichts. Ich denke, da wird uns jetzt nicht mit der Lava anzünden. Ich kann jetzt hier halt nichts machen, außer warten. Wir haben keine Enderperle mehr. Und so, ich bin jetzt mal riskant. Und schau mal, ob wir den trotzdem bekommen. Ich sneak hier. So, nein, nein. Oh, das war so knapp. Das war so knapp, wirklich. Und jetzt müssen wir ihn bekommen. Komm schon. Oh, Leute, wir hätten eigentlich mit dem goldenen Apfel draufgehen können. Sollen. Und so, ich habe 10 Herzen wieder. Ich weiß nicht, wie sich der geheilt hat. Okay, der hat sich nochmal geheilt, aber er ist runtergeflogen. Okay, goldener Apfel, weiß ich jetzt nicht. Den essen wir einfach noch nicht. Und, oh, das war ein spannender Kampf. Den haben wir auf jeden Fall. Der hat auch eine fast volle Dio-Rüstung. Und ja, der hat schon auch Eier in seiner Hand. Das sehe ich bis hierher. Oh Gott. Ja, da müssen wir schauen. Der könnte mich von hier aus, glaube ich, auch schon runtergeschlagen. Und ja, ich weiß nicht, wie wir jetzt den erreichen sollen. Müssen wir eigentlich komplett außen rumlaufen. Ja, komm, das müssen wir machen. Das ist sonst so riskant. Ich will jetzt nicht runtergeschlagen werden von jemandem. Und dann müssen wir ihn auf jeden Fall so bekommen. Okay, gut. Ich hoffe, dass der jetzt nur nicht in die Mitte geht. Aber ich brauche Hauptsache eine feste Verbindung. So. Und der ist da auch schon. So, so lange ging das jetzt auch nicht. Da darf mich hier nur nicht runterschlagen.
Okay, nee, da, doch, der ist auf der Insel. Und nein, 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 nein. Alter, der sieht mich gar nicht. Oh, nice. So, okay, der hat auch eine Angel hier am Start. Okay, aber es sieht gut für uns aus. Und ja, der springt jetzt auch noch runter. Okay, und da haben wir die Runde gewonnen. Sehr schön, yeah. Und das waren jetzt so drei Runden mit den drei besten Kids meiner Meinung nach. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, mit welchem Kid ihr am liebsten zockt. Und falls es euch gefallen hat, würde es mich riesig über eine positive Bewertung freuen. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder im neuen Video. Haut rein und ciao.